Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet haben sich besorgt über die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland geäußert. Beide nahmen den Besuch der Kanzlerin in Düsseldorf zum Anlass, eindringlich auf die Einhaltung von Schutz- und Hygieneregeln zu pochen. Sonst, so Merkel, müssten die Zügel bei Bußgeldern angezogen werden. Laut Robert-Koch-Institut wurden heute 1.390 Corona-Neuinfektionen erfasst und 4 weitere Todesfälle. Laschet gilt als ein möglicher Kanzlerkandidat der Union. Ebenso wie Bayerns Ministerpräsident Söder, den Merkel vor einem Monat besucht hatte. Der Ellenbogengruß sitzt, die Maske auch. Angela Merkel und Armin Laschet gemeinsam im Corona-Look. Draußen protestieren Demonstranten unter anderem gegen diese Schutzmaßnahmen. Drinnen widerspricht die Kanzlerin, das Land sei noch mitten in der Pandemie. Ich bin da sehr dankbar, wenn Bußgelder verhängt werden, auch für das Nichttragen von Masken oder Ähnlichem. Das sind nicht einfach so Bagatelldelikte, sondern das sind immer wieder auch Gefährdungen der Mitmenschen. Gefährdungen gäbe es momentan besonders in 2 Bereichen, bei Urlaubsrückkehrern und großen privaten Feiern. Im bayerischen Bodenwöhr beispielsweise müssen 100 Menschen in Quarantäne, weil ein Covid-19-Erkrankter am Freitag an einer Geburtstagsfeier teilgenommen hatte. Nach seinem Italienurlaub hatte er sich freiwillig testen lassen, das Ergebnis aber zu spät erhalten. In manchen Bundesländern dürften zu viele Menschen an privaten Feiern teilnehmen, kritisiert der Ärzteverband Marburger Bund. Im Moment können in Berlin unter Hygieneauflagen 500 Gäste gemeinsam feiern. Diese Zahl würden wir in geschlossenen Räumen für zu hoch halten. Denn die Wahrscheinlichkeit steigt einfach, dass dann auch jemand dabei ist, der das Virus überträgt. In NRW sind größere private Feiern für etwa 6% der Neuinfektionen verantwortlich, so das Gesundheitsministerium. Die Landesregierung denkt über schärfere Regeln nach. Wenn Infektionszahlen sinken, müssen Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden. Und wenn Infektionszahlen wieder steigen, wie in diesen Tagen, müssen Schutzvorkehrungen verstärkt werden. Insgesamt sei die Lage noch unter Kontrolle, so Merkel. In den nächsten Tagen soll ein weiteres Treffen mit den Ministerpräsidenten zur Corona-Krise vorbereitet werden. Vor mehr als 15 Jahren löste das Attentat auf den damaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri international Entsetzen aus. Jetzt urteilte ein UN-Sondertribunal in Abwesenheit über 4 Angeklagte, alle mutmaßliche Mitglieder der schiitischen Hisbollah-Miliz. Einer der Männer wurde wegen Beteiligung an dem Anschlag verurteilt, die übrigen 3 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Beten am Grab von Rafik Hariri im Zentrum Beiruts. Die Anhänger des langjährigen Ministerpräsidenten hoffen, dass mit dem Tag heute endlich Gerechtigkeit gesprochen wird. 4000 Kilometer nordwestlich bei Den Haag. Die Richter des Internationalen Tribunals verlesen das Urteil. 2600 Seiten und nur in einem Fall reichen die Beweise. Die Kammer spricht Salim Jamil Ayash schuldig, als Täter einen Terroranschlag verübt zu haben. Ein Schuldspruch, 3 Beschuldigten konnte die Tat nicht nachgewiesen werden, ebenso wenig der Hisbollah-Miliz oder Syrien, die viele als Drahtzieher des Attentats vermuteten. Es war ein Anschlag, der den ganzen Libanon erschütterte. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich am Konvoi Hariris in die Luft, riss ihn und 21 weitere Menschen in den Tod. Hariri galt als Architekt des Wiederaufbaus nach dem Bürgerkrieg, in Saudi-Arabien und im Westen angesehen, vor allem bei Sunniten populär. Er machte sich für einen Abzug der syrischen Truppen stark. Das könnte ihm zum Verhängnis geworden sein, wie auch sein Sohn vermutet, selbst mehrere Jahre Ministerpräsident. Dennoch gibt sich Saad Hariri nach dem Urteil versöhnlich. Die Erwartungen aller waren viel höher als das Ergebnis. Aber ich glaube, dass das Tribunal ein zufriedenstellendes Urteil gefällt hat, das wir akzeptieren. In Beirut versammeln sich Sympathisanten und Gegner der Hisbollah. Doch die erwarteten Zusammenstöße blieben bislang aus.
Die Zeichen stehen auf Entspannung nach dem Urteil, auch wenn keine Seite so recht zufrieden damit ist. Inmitten der schwersten Krise des Landes und nach der verheerenden Explosion aber wollen die Parteien die Kräfte bündeln, statt auf Eskalation zu setzen. Eine Meuterei von Soldaten im westafrikanischen Mali hat Sorge vor einem Putsch ausgelöst. Es gibt Berichte, wonach Militäreinheiten auch Präsident Keita festgenommen haben sollen. In der Hauptstadt Bamako zeigten Demonstranten ihre Unterstützung für die Soldaten. Sie griffen auch ein Büro des Justizministers an. Die Protestierenden werfen der Regierung Korruption und einen ineffektiven Kampf gegen den Terror vor. In Mali sind knapp 1000 Bundeswehrsoldaten im Rahmen einer EU- und einer UN-Mission stationiert. Wegen der angespannten Lage in Belarus haben Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Sie riefen ihn dazu auf, zum Dialog zwischen der belarussischen Führung und der Opposition beizutragen. Putin warnte dagegen vor einer Einmischung des Auslands. Der belarussische Staatschef Lukaschenko sieht vor allem die Nachbarländer Polen und Litauen hinter den Protesten. Geburtstagsständchen für Sergei Tichanowski, ein Blogger, der bei der Präsidentschaftswahl kandidieren wollte und verhaftet wurde. Stattdessen kandidierte seine Frau. Sie führt jetzt das Oppositionsbündnis an, meldete sich auch heute aus dem Exil in Litauen. Menschen gelten ohne Urteil als schuldig. So arbeitet dieses verrottete System, in dem ein Mensch über alles herrscht und seit 26 Jahren das ganze Land in Angst versetzt. Auch heute streikten wieder Staatsbetriebe. Die Opposition stellte am Abend einen Koordinierungsrat vor. Der soll das Land aus der politischen Krise führen, besetzt mit mehr als 30 Vertretern der Zivilgesellschaft. Präsident Lukaschenko nannte dies einen Versuch der Machtergreifung und warnte die Mitglieder des Koordinierungsrats. Wir werden adäquate Maßnahmen ergreifen, aber auf dem Boden der Verfassung und der Gesetze. Wir haben genügend solcher Maßnahmen, um einige dieser Hitzköpfe abzukühlen. Heute ließ er Manöver im Westen des Landes abhalten, an der Grenze zu Polen und Litauen. Er hatte immer wieder gesagt, der Protest sei aus dem Ausland gesteuert. Schwer vorstellbar, wie Lukaschenko sein Land weiter regieren kann. Das Vertrauen im Volk ist verspielt, an Hilfe aus der EU ist nicht mehr zu denken. Und wirtschaftlich hängt es ohnehin am Tropf des großen Bruders Russland. Lukaschenkos Zukunft hängt also allein von Putin ab. Und der wird sich sehr gut überlegen, ob er auf einen derart geschwächten Staatschef setzt. In den USA hat der Parteitag der Demokraten begonnen, bei dem Joe Biden offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert werden soll. Zum Auftakt des viertägigen Konvents griff die frühere First Lady Michelle Obama Donald Trump scharf an und bezeichnete ihn als falschen Präsidenten für das Land. Wegen der Corona-Pandemie fällt der Parteitag diesmal anders aus als üblich. Vereinzelt und doch zusammen, ein virtueller Chor singt die Nationalhymne zum Auftakt des Parteitags der US-Demokraten. Pandemiebedingt fiel die Parade prominenter Redner vor jubelnden Menschen in Milwaukees Messehalle aus. Stattdessen eine Art Videokonferenz, moderiert von Schauspielerin Eva Longoria. Die Demokraten wollen Geschlossenheit demonstrieren, die Versöhnung zwischen gemäßigtem und linkem Parteiflügel. Die Zukunft unserer Demokratie steht auf dem Spiel, die unserer Wirtschaft und die Zukunft unseres Planeten. Wir müssen zusammenkommen, um Donald Trump zu besiegen. Die ehemalige First Lady rechnet per Videobotschaft mit dem Präsidenten ab. Trump habe sich als unfähig erwiesen. Wenn wir Hoffnung haben wollen, dieses Chaos zu beenden, müssen wir für Joe Biden stimmen, als ob unser Leben davon abhinge. Er hört zu, wird die Wahrheit sagen und der Wissenschaft vertrauen. Amerika am Scheideweg, so sieht es selbst ein namhafter Republikaner. Ohios früherer Gouverneur John Kasich wirbt für den Demokraten Joe Biden. Im Gegensatz zu Trump habe der die richtigen Qualitäten für das Präsidentenamt. Der Parteitag soll am Donnerstag mit der offiziellen Nominierung Bidens enden. Politikveteran Joe Biden ist nicht der Kandidat, der Euphorie und Aufbruchsstimmung auslöst. Dennoch stellen sich die Demokraten nun geschlossen hinter den Mann der Mitte, wollen mit dem erfahrenen Biden ihr großes gemeinsames Ziel erreichen, die Wiederwahl Trumps zu verhindern.
Im Rahmen eines Manövers haben deutsche und israelische Soldaten heute in Dachau gemeinsam der Opfer des Holocaust gedacht. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sprach bei der Veranstaltung in der KZ-Gedenkstätte in Bayern von einem bewegenden Moment. Dem zweiwöchigen Manöver wird besondere Bedeutung beigemessen. Es ist das erste Mal, dass sich Bundeswehr und israelische Streitkräfte zu einer solchen Übung in Deutschland treffen. Ein historischer Flug. Israelische und deutsche Kampfjets über Fürstenfeldbruck und Dachau. Es ist der Beginn des ersten gemeinsamen Manövers im deutschen Luftraum. Vor allem der Überflug beim ehemaligen Konzentrationslager Dachau hat große symbolische Bedeutung. Ebenso der Besuch deutscher und israelischer Soldaten dort. Die Verteidigungsministerin und die beiden Luftwaffenchefs gedenken gemeinsam der Opfer der NS-Verbrechen. Das ist ein sehr besonderer und sehr emotionaler Tag, zusammen mit israelischen und deutschen Soldaten hier in Dachau sein zu dürfen. Israels Botschafter lobt die strategische Zusammenarbeit und würdigt die heutige Zeremonie als einzigartiges Ereignis. Er warnt aber vor dem zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und Europa. Wir müssen nun auf diese große Herausforderung sehr entschlossen reagieren, denn der Antisemitismus bedroht unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Grundordnung. Am Ende Besuch der jüdischen Gedenkstätte. Die Luftwaffenchefs legen Kränze nieder. Trotz der guten Kooperation soll die Vergangenheit nie vergessen werden. Wie bedeutsam der heutige Tag für Israel ist, zeigt eine Szene nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung. Der israelische Präsident Rivlin ruft beide Generäle an. General Gerhard, it is the President of Israel. Präsident Rivlin dankt für die Zeremonie, die in Israel live übertragen wurde, und wünscht viel Glück für die weitere gemeinsame Übung. Andreas Kalbitz gibt sein Amt als Chef der AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg endgültig auf. Das haben die Fraktion und auch Kalbitz selbst heute bestätigt. Der Politiker, der als ein Wortführer des rechtsextremistischen Lagers in der AfD gilt, kämpft derzeit juristisch um seine Parteimitgliedschaft. Den Fraktionsvorsitz hatte er eigentlich nur ruhen lassen wollen. Zuletzt wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam gegen Kalbitz wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Viele Bauern in Deutschland müssen das dritte Jahr in Folge mit einer mäßigen Ernte auskommen. Vor allem die lange Trockenzeit ab März habe den Landwirten in manchen Regionen zu schaffen gemacht, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwied bei der Vorlage der Erntebilanz. Er rechne damit, dass die Landwirte knapp 5% weniger Getreide ernten werden als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Zwei deutsche Vereine stehen in diesem Jahr im Halbfinale der Champions League. Bevor der FC Bayern morgen auf Olympique Lyon trifft, spielt RB Leipzig am Abend gegen Paris Saint-Germain. Für die Sachsen das bisher wichtigste Match der Vereinsgeschichte. RB Leipzig spielt im Lissabonner Estadio da Luz um den erstmaligen Einzug in ein Champions League-Finale. Gegner Paris Saint-Germain aber auch. Das Star-Ensemble um Weltmeister Kylian Mbappé und Neymar ist klar favorisiert. Und Trainer Thomas Tuchel macht deutlich, dass der Weg noch nicht zu Ende sein soll. Wir haben es verdient, hier zu sein, weil wir eine außergewöhnliche Champions-League-Saison hatten. Wenn wir diesen historischen Moment erreicht haben, dann, weil wir viele Monate hart gearbeitet haben. RB Leipzig ist der Außenseiter, hat mit dem Viertelfinalsieg gegen Atletico Madrid aber Selbstbewusstsein getankt. Wir sind immer noch gierig, weiterzukommen und die nächsten Schritte jetzt auch noch zu gehen. Und den Eindruck hatte ich sowohl im Training jetzt in dieser Woche als auch im Spiel gegen Atletico, dass die Mannschaft auch absolut bereit dafür ist. Gelingt Leipzig die Sensation, wäre ein deutsches Champions-League-Finale gegen Bayern München möglich. Das erste seit 2013. Vorausgesetzt, die Bayern siegen zudem morgen im Estadio José Alvalade gegen Olympique Lyon. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. August. Das Tief zieht sich nordwärts zurück. Weite Teile Deutschlands werden von einem Hoch beeinflusst. In der Nacht klingen Schauer und Gewitter in den meisten Regionen ab. Am Tag ist es freundlich mit Sonne und Wolken. Von Vorpommern bis ins östliche Bayern sowie an den Küsten entwickeln sich einzelne Schauer und Gewitter. Später nehmen die Wolken im Westen zu. In der Nacht 18 bis 9 Grad, am Tag 21 Grad an den Alpen, am Rhein bis zu 29 Grad.
Am Donnerstag ist es im Nordwesten unbeständig, sonst ist es freundlich. Am Freitag ist es sonnig und bis auf einzelne Hitzegewitter trocken. Im Westen und Nordwesten zeitweise Regen und heftige Gewitter bis 38 Grad. Am Samstag von Bayern bis nach Sachsen später unwetterartige Gewitterschauer. In der Mitte regnet es länger kräftig mit Gewittern. Um 22.15 Uhr hat Karim Joska diese Tagesthemen für Sie. Infektionsrisiko, private Feiern, warum es uns so schwer fällt, von Vertrauten Abstand zu halten und der dritte Trockensommer in Folge. Welche Strategien die Landwirte gegen den Klimawandel entwickeln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.